Hallo und moin moin aus Norddeutschland. Mein Name ist Jens Konradi, ich bin Gebietsverkaufsleiter der Firma BSA und heute habe ich Fassgeneration 2020 Profiline mitgebracht. Es gibt einige Updates, seid gespannt, was es so Neues gibt. Wer eine Nase voll oder einen Blick nehmen möchte, kann das hier tun. Was hat sich am Saugarm verändert? Der Saugarm vorne mittig ist mittlerweile mit einem Drehgelenk ausgeführt. Vorher war das mit einem Hydraulikzylinder und wir konnten wahlweise nach links oder rechts schwenken. Das ist geblieben, allerdings die Ausführung mit einem Drehgelenk. Wir gehen auf ein zweites Drehgelenk in diesem Fall. Das ist der Saugarm vorne mittig doppelt geklappt. Hier in dem Moment gehen wir auf einen 90-Grad-Bogen und auf den Andocktrichter. Wahlweise kann auch ein Saugschlauch montiert werden. Das zeige ich euch gleich. Hier ist der Andocktrichter verbaut. Es gibt auch die Option der Andockstation mit einem weiteren Schieber. Das ist hier gerade nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass der Schieber hier vorne montiert ist und nicht mehr unter dem Tank. Ich kann den 90-Grad-Bogen tauschen gegen einen 200er Saugschlauch. Und mit dem Saugschlauch können wir direkt in den Keller eintauchen oder über die Behälterwand. Bis 2 Meter Behälterwandhöhe funktioniert das. Die automatische Zwangsschmierung von Bekamax versorgt über 80 Schmierstellen hier an dem Tankwagen und ist eine echte Empfehlung. Die macht die Versorgung mit Schmiermittel leichter am ganzen Fass. Die Zuggabel hat sich etwas verändert. Wir sind jetzt in der Lage, sie in 3 verschiedenen Höhen zu montieren. Damit können wir auf verschiedene Anbauhöhen an den Traktoren reagieren. Außerdem haben wir unsere bewährte Deichselfederung integriert und eine weitere Option ist die Ergänzung einer automatischen Zwangslenkung. Hier sind wir nachlaufgelenkt und mit der K50-Kugel können wir auch die elektronische Zwangslenkung anbauen. Wir arbeiten nach wie vor mit unserem bewährten Zwei-Kammer-System. Das bedeutet, der Tankwagen wird gleichzeitig gefüllt und beim Entleeren entleert er sich erst hinten und dann vorne. Dadurch haben wir lange Stützlast auf der Hinterachse vom Schlepper. Wir haben die Bereifung 860 R32 von Fredestein montiert. Wir sind also etwas breiter und etwas höher unterwegs. Standardmäßig sind 30,5 Zoll Räder verbaut. Wir haben bei der Fassgeneration 2020 immer die Radeinschnitte. Dadurch bekommen wir den ganzen Tankwagen niedriger für ein stabileres Fahrverhalten auf der Straße. Profiline bedeutet bei BSA, dass immer ein Hubwerk im Heck fest verbaut ist. Wir sind hier in der Lage, mit knapp 8 Tonnen Hubkraft auch Scheibenegge, Grubber oder Schlitzgerät zu montieren. Wir haben hier den nagelneuen Vogelsang Schleppschuhverteiler Blackbird 15 Meter. Der Blackbird ist ausgestattet mit Tasträdern auf jeder Seite und den ECQ-Schneidverteilern, wo wir in der Lage sind, das Innenleben, das Schneidwerk hier durch die Wartungsluke rauszuholen. Das macht es erheblich leichter, um die Wartung am Schneidverteiler durchzuführen. Mit 40er Schläuchen geht es zu jedem Abgang. Die Zylinder sind in Schwimmstellung während der Arbeit. Wir können
alternativ einen Prallkorbverteiler montieren und wir haben eine hydraulische Teilbreitenschaltung zur Abschaltung links-rechts. BSA regelt die Güllemenge auf halbe Menge, sofern die Teilbreite bedient wird. Das bedeutet, auch nur die halbe Güllemenge kommt aufs halbe Gestänge. Des Weiteren haben wir einen Schardruck von 6 bis 8 Kilo auf jedem einzelnen Schar. Könnte sogar noch ein bisschen mehr sein. Und hier am Ende, der letzte 1,50 Meter, ist mit einem Scherbolzen ausgestattet. Sofern wir gegen ein Hindernis fahren, weil das Augenmaß nicht passt, kann der letzte 1,50 Meter nach hinten wegschwenken. Die Druckleitung nach der Pumpe geht durch den Tankwagen nach oben und liegt jetzt oben drauf. Das war vorher anders, da ging die Druckleitung unter dem Tank durch. In der Fassgeneration 2020 können wir jetzt hier oben auf dem Tank verschiedene Varianten von Druckleitungen einbauen. Entweder herkömmlich mit einem Dreiwegehahn, wir können eine Durchflussmengenmessung verbauen, wir können eine automatische Ausbringmengenregulierung verbauen und wir können einen Niersensor verbauen. Das gibt uns die Flexibilität hier oben auf dem Tank mit der 150er Druckleitung. Wer eine Nase voll oder einen Blick nehmen möchte, kann das hier tun. Wir können außerdem den normalen Klappdeckel austauschen in einen hydraulisch bedienten Schiebedeckel für externe Befüllsysteme. Weitere Optionen sind die Ablagen für Schläuche, die man mitnehmen kann. Wir haben einen Wassertank mit Seifenspender und eine Werkzeugkiste für Handschuhe, Werkzeug und was man so mitnehmen möchte. Die Hydraulik und die Elektrik ist jetzt hier an die rechte Seite des Tankwagens gewandert. Vorher war sie vor dem Tank montiert. Wir haben hier einen einfacheren Zugang für Service und Wartung. In der Elektronik können wir auch ein Service-Tool montieren, um Einstellungen und Fehlerbehebungen am Tankwagen vorzunehmen. Ja, wir haben ein automatisches Lenksystem auf dem Traktor, können mit genau 15 Meter Arbeitsbreite jetzt mit 13 km/h 20 Kubikmeter pro Hektar ausbringen, können noch ein bisschen mehr, 14 km/h ungefähr fahren. Das erlaubt die BSA-Doppelpumpe mit knapp 8000 Liter Förderleistung. Der Traktor erlaubt es uns zu sehen, wo wir schon gewesen sind und wo wir noch hin müssen. Das heißt, auch im Dunkeln oder wenn es nebelig ist, können wir Gülle fahren und immer den Platz wiederfinden, wo wir leer geworden sind.